Hey, hey und hallo, herzlich willkommen bei Brettballett. Und heute mit der Cat heute. Ich fühle mich über den Mund gefahren, mir über den Mund gefahren, rum. Also ihr merkt, Cat ist wieder gesund. Juhu. Und ja. Danke für die Genesungswünsche. Mach halt doch weiter. Nein. Doch, du mach mal. Also, lass mich gar nicht zu Wort kommen. Habida. Und warum sind wir heute hier? Wegen dir. Es ist wie immer im Leben, wir sind da wegen dir. Nein, genau. Und zwar, das ist ja noch unser 6000er Abonnenten-Special. Ihr sollt einfach mal so abwechseln, mal so ein Wort du, ein Wort ich. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich gegenüber ein Bildschirm hinstellen mit einer Pong-Demo und dann immer rechts, links. Und je nachdem, wie sich das gerade bewegt und wo der Pong ist, reden wir immer. Das wäre doch mal cool, oder? Das ist aber auch anstrengend, man muss dann auch drauf achten. Wir sind so lange zusammen, wir sprechen das Wort des anderen oder den Satz des anderen doch auch schon zu Ende. Wenn du zum Beispiel sagst, du, sage ich automatisch, als um es zu beenden, Arsch. Ja, genau. Also manchmal so. Denken wir es auch einfach, das ist manchmal auch besser. Eben, daher. Ich habe mal irgendwo gelesen, je länger Paare zusammen sind, umso mehr haben sie irgendwann das Talent, die Wellen und die Tonlage des anderen auszublenden. Ja. Das heißt, was? Es gibt noch Hoffnung für uns im Alter. Oh, ah, im Alter? Im Alter. Jetzt sag nichts. Keine Alterswitze hier. Genau, warum sind wir aber hier? Weil es ja um deine Top 20 bis 11 geht. Endlich, hier ist sie, live und ungeschnitten. Na gut, das ist weder live, noch werde ich wahrscheinlich was schneiden. Wahrscheinlich was schneiden. Das war das längste Intro ever, oder? Ever. Super, oder? Also ich glaube, nur längere Intros hatte Becky von die Nische. Grüße gehen raus. Unbekannterweise. Unbekannterweise, genau. Na, obwohl, ja. Ich habe letztens ein Foto von Becky gesehen. What? Ja. Echt? Ja, das verrate ich jetzt hier nicht. So, ja. Obwohl auf dem Intro, wo noch klar, wir sind noch zu viert. Ja, aber man weiß ja nicht, wer er ist. Ja, aber genau, ich muss die Frau sagen, ist ja schon mal nicht, dass das Foto, genauso stelle ich mir Becky auch vor. So. Spoiler. So. Ich stehe. Mehr verrate. Erklär mal, wie du ihn vorstellst. Nee, mehr verrate ich jetzt nicht. Okay. Zynisch, das schätze ich so. Genau, aber es geht ja nicht um Becky, sondern es geht hier um dich und deine Plätze 20 bis 11. Und ja, das war gar nicht so einfach, das zusammenzustellen. Eigentlich solltest du ja nur Plätze 1 bis 10 machen, aber ihr habt ja gefordert, dass Kate auch in die Folgen geht. Ja. Und hatte ich gefreut. Am Ende sagte Kat sogar, ich hätte am liebsten eine Top 50 gemacht, weil du, glaube ich, irgendwie nachher 58 Titel zur Auswahl hattest, oder? 55. Und dann liebst du einfach alle draufgelassen, einfach ohne Reihenfolge. Dann umso wenig Stress wie möglich. Mhm. Ja, also meine Top 20 wird, glaube ich, ein paar Leute überraschen. Nein, eigentlich nicht, weil es gehört eigentlich... Ich habe gerade so ein Zirpen im Ohr. Ich finde, es gehört auf jeden Fall in jede Sammlung rein. Deine Top 20. Also, ja. Ihr wisst Bescheid, unten Amazon Affiliate Links, kaufen Cats Top 20, aber heute fangen wir mal mit... Genau, ich habe es jetzt gerade nicht da, weil wir es immer verleihen, weil immer alle Leute das spielen möchten. Alle 20 Spiele. Nein, die Top 20. Ach so. Nicht da. Okay. Und zwar Top 20 Monopoly. Im Ernst? Quatsch! Was weiß ich denn? Entschuldigung. Es ist doch schön, dass wir so lange zusammen sind und du mich noch immer überraschen kannst. Hätte ja nicht sein können, dass du plötzlich sagst, also ich weiß ja auch nicht, wie du was sortiert hast. Ich habe ein paar Spiele zwar gesehen, weil du gefragt hast, wo hast du das eigentlich? Also ein bisschen weiß ich, aber es hätte ja nicht sein können, dass du plötzlich sagst, weil ich das mit meinen Eltern auf dem Campingplatz gespielt habe und es war mein erstes Brettspiel und es hat mich dazu gebracht, dass ich niemals Immobilien kaufen möchte, weil ich immer hart abgezogen worden bin von meinem Vater. Das wäre vielleicht dann nicht unbedingt 20 gewesen. Also. Sondern 1. Ich habe echt überlegt, ob ich so Monopoly, Mensch, ärger dich nicht. Ich wollte gerade sagen, der 1. April ist schon vorbei, ne? Also, ja, hätten wir früher machen müssen. Mist. Ja, jetzt, Gott, mein Herz. Ich habe schon gedacht, du kannst dich mit dieser Frau hier nicht mehr blicken lassen. Alles rausschneiden. Kat ist auf unerklärlicher Weise aus den Videos verschwunden und macht jetzt nur noch Häkelvideos. Nee, wenn es so wirklich so wäre, würde ich doch zustehen, weil ich meine, was ist denn schlimm? Ich verstehe nicht, Leute. Also, nee. Ja. Geschmäcker sind verschieden. Natürlich. Ja. Jetzt hol deine 20. Meine 20. Hast du gesehen? Ja, meine Top 10. Hast du gerade Top 10 gesagt? Nein, Top 20. Top also 20. Nummer 20. Also meine Nummer 20 ist, wir haben jetzt leider nicht die Second Screen, Cluster. Und zwar, also verschiedene Dinge. A, habe ich das von der lieben Rita Grüße raus. Zum Geburtstag bekommen, weil ich das einfach sehr interessant fand. Und es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Mhm. Und warum bin ich gerade so? Ich bin gerade voll aufgeregt. Das muss an mir von liegen. Zittern. Ich habe lange keine Videos mehr gemacht. Ich merke das schon. Schande. Genau, also man hat ein Geschicklichkeitsspiel, ist es.
Ich wollte nur mehr Raum geben. Schämst du dich jetzt für mich? Nein. Also niemals. Über den Status sind wir nur wirklich hinaus. Und zwar, genau, man hat diese Magnetsteinachte beim letzten Video, wo wir es mal vorgestellt haben, ist mir runtergefallen. Genau, das sind diese glänzenden Magnetsteine, verschiedene Größen haben die. Und man hat dieses Band, dieses orange, sehr schöne Band. Man legt das auf den Tisch oder ja, auf den Tisch sollte man es legen. Du kannst auch in der Luft schweben lassen, aber ich glaube, da verlierst du recht schnell. Ja, auf den Tisch legen und dann, man teilt halt die Steine zwischen den ganzen Spieler auf. Du könntest es auch auf den Boden legen. Das war jetzt sogar ernst gemeint. Ich wollte jetzt nur. Ja, genau. Und man teilt diese Spielsteine untereinander auf und mit den Spielern halt. Also man zu zweit ist das immer deutlich mehr Spielsteine und es wird deutlich schwieriger. Und genau, also es ist ab. Man muss sie halt rein, man muss halt alle ganzen Steine loswerden und das Problem ist, dass sie magnetisch sind, stoßen sie sich ab oder ziehen die anderen ein und wenn man die angezogen werden, muss man alle Steine dann aufnehmen, die aneinander kleben. Ab 14 Jahren, das ist genau, 14, das ist albern. Also wir spielen es mit unserer Tochter, seitdem sie 5 ist. Ja, ein bisschen früher sogar schon, ein bisschen früher, ja. Also kurz bevor sie, ein paar Monate bevor sie 5 wurde und das kann man locker spielen. Das ist, glaube ich, sogar Spiel, oder war es ein bisschen eine Auswahl, das ist das geworden in Belgien. Es ist auf jeden Fall, hat auch ein paar Preise abgeräumt und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es mir so taugt. Ich bin jetzt nicht so mit der Geschicklichkeit-Spieler. Aber das ist echt wirklich witzig und das ist halt, weil je voller dieser Kreis wird, man darf ihn auch versuchen so ein bisschen zu dehnen, wenn man so möchte und man muss genau gucken, ganz langsam, oh, und dann sieht man schon, dass sich leicht was bewegt und man denkt, doch nicht da. Das ist echt ein witziges Ding. Und es ist einfach lustig, also als Opener, auch so schnell gespielt, ist nett, ist schnell zu spielen. Ja, sehr lustig. Genau. Top Platz 20 Cluster von Cat. Machen wir weiter mit Platz 19. Und das ist nichts Geringeres als das einzigartige, wunderbare. So weit hinten? Okay, krass. Anna, genau. Also, ich muss dazu sagen, ich habe es ein paar Mal gespielt, aber die anderen Spiele habe ich deutlich mehr gespielt, öfter gespielt. Vielleicht in einem Jahr oder so, vielleicht dann weiter oben. Ich finde es halt nicht schlecht. Also ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Auch nicht auf der Liste. Genau. Echt? Also ich mag das. Ist es wieder irgendwie? Falsch rum. Ja. Genau. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein, das sind ja eigentlich ganz gut. Das sind Deckbilder mit Worker Placement zusammen. Ja, ich glaube, Arnok, das ist so ein Spiel, das ist kennt, glaube ich, das mittlerweile aktuell auch fast jeder. Das ist ein Spiel, es war vielleicht das Spiel letztes Jahr, das erschienen ist, die große Neuheit zu spielen. Und wir haben schon einige Male gespielt. Ich habe es ein paar mehrmals gespielt als du. Ja. Es ist auf jeden Fall, das Thema ist geil. Das Thema ist, man kommt und will so ein bisschen in die Indiana Jones sein, genau, ein bisschen richtig, Tut sitzen und Lasso. Und, ja, daher, also ist ja auch bei diversen anderen in der Top-Liste. Grüße gehen raus an Thomas. Man darf gespannt sein, ob es in meiner Liste ist. Wie gesagt, da bin ich schon gespannt, ja. Thomas ist ja davon überzeugt, dass es in meiner Liste ist. Mal gucken. Ich glaube, ich weiß es, oder? Ja, ich glaube, ich weiß es. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Genau. Wer weiß. Machen wir weiter mit Platz 18. Oh, du kannst heute rechnen. Ausnahmsweise. Genau, und zwar Gold von Game Factory. Ne? Gold. Es ist erstmal schön, dass es so klein ist. Es hat, ich würde sagen, Memory-Effekt, oder? Memory trifft, man kann abschießen. Bis zu, ich glaube, 6 waren 6 verschiedene Farben. 6, ne? 5, glaube ich, sogar. Ich werde jetzt. Stimmt, 5 Farben, genau. Und zwar hat. Was? Nicht, ich habe gerade überlegt, was ich sagen wollte. und zwar legt man die ganzen Karten verdeckt hin, wie Memory halt, bei Memory. Jeder hat eine Farbe, eine Mine. Die sind alle halt, seht ihr, es ist sehr, sehr klein. Mittlerweile kennt es, glaube ich, auch jeder. Wir spielen es auch schon sehr, sehr lange. Ja, also ich glaube, wir haben schon so viel Werbung für das Spiel gemacht. Der Verlagsvertreter, von dem wir es haben, der hat sich schon bei mir bedankt, dass wir das Spiel überall pushen. So groß sind die, sind relativ klein. Aber es ist man hat verschiedene, also überall immer dieses Gold drauf. Und man hat auch die Cowboys. Und die Cowboys, nach Möglichkeit halt deckt man halt einen Cowboy von seiner eigenen Farbe auf. Die haben mal verschiedene Ziffern drauf. Und halt das dazu passende Goldstück. Also es darf niedriger sein, aber nicht höher. Und wenn man halt von einem selber das aufdeckt, kann man das unter die Mine legen. Hat man das halt als Gold halt eingesackt. Und wenn es von jemand anders die Farbe ist, dann bekommt er das Gold. Oder wenn man zwei Cowboys, ne? Ja. Nee. Doch, Cowboys, klar. Na, sind das Cowboys? Cowboys, Minenarbeiter? Nein, Ballerinas. Bitte passen. Man halt zwei Cowboys halt aufdeckt
Und der eine hat eine 4, der andere eine 3, dann schießt man den anderen halt raus. Und das kann man mal auch wirklich, wir hatten manchmal auch Runden, da hat man sehr viele von einer Farbe rausgeschossen. Das heißt, derjenige konnte kaum noch Gold finden. Das ist echt gemein. Und es gibt noch Sprengstoff, das haut alles weg. Sprengstoff, genau, danke. Und hier steht ab 6 drauf. Ja, wir haben es auch mit schon mit der Motte gespielt. Mit, ja. Ab 4, 4,5, ja. Genau. Also wir haben, es halt Memories und Memory können Kinder eigentlich immer relativ gut. Wir haben inzwischen echt schon super viel Werbung für das Spiel gemacht, weil es uns auch wirklich total taugt. Aber man muss wirklich sagen, jeder, an dem wir es jetzt an den Mann gebracht haben, hat gesagt, was ein cooles Ding. Ja. Ich habe jetzt wirklich noch niemanden gehört, der gesagt hat, boah, war ein totaler Flop, was erzählt ihr da? Also ist ein tolles Ding. Also ich mache es auch super, super gerne. Ja, also das überrascht mich nicht, dass es in deiner Liste ist. Genau, weil wir es einfach schon so oft gespielt haben und weil es einfach auch so, genau wie Cluster ja auch und das, man kann es gut auch mit Kindern spielen. Also es ist halt, oder auch mit der Familie. Auch mit einer Familie, auch mit vier Spielern. Wir haben es auch mit verschiedenen Spielern schon gespielt. Und es kommt. Ja, ist wirklich für jedermann und Frau und es. Jeder Mann. Frau, nee, ich weiß, aber eigentlich ist ja das Neue ist ja mit Sternchen und dann innen und dann Freundinnen oder so. Machen auch. Auch für diverse. Okay. Ja, das ist alles, genau. Echt? Okay. Das alles. Du wieder was gelernt. Das war mir nicht, das war mir nicht bewusst. Siehst du. Okay, welche Nummer ist das jetzt? 17. Yay, du kannst sehen. Ich nicht heute. Das ich heute schon nicht. Gesagt. Und geh jetzt, also mach's kommen ganz viele kleine Spiele. Ja. Okay, und das ist Tiefseeabenteuer. Super Spiel, ne? Von Oink Games. Genau, die haben ja alle so ein bisschen knallig von der Farbe und ein bisschen kleiner. Diese Boxenform. Die Boxen, genau. Das haben wir damals... Berlin Dinos, können. Ne? Von den Dinos, glaube ich. Nee, von René. Echt? Yep. Stimmt. Wir haben es mit den Dinos gespielt und mit dem Austrian Board Gamer, der legendär verloren hat. Grüße gehen raus. Ach, war das lustig. Ja, also, wie ist das? Und zwar, es ist relativ klein. Ich hab das gesehen, dachte mir so, ja, kann das was? Das sind ja alle Old Games. Das ist ja alles genau die Form und das ist halt... Das ist alles da unten. Genau, man hat halt, wir sind halt Tiefseetaucher, wie der Name halt auch sagt. Wir haben halt ein U-Boot. Wir können uns nur eins leisten, genau. Und darüber geht halt auch der Sauerstoff. Also alle, wir haben eine Sauerstoffflasche. Auch das können wir uns nur leisten. Wir sind echt erbärmlich arm. Ja. Und dürfen wir das Spiel in Corona-Zeiten eigentlich spielen, wenn wir nur eine Sauerstoffflasche haben? Nee. Wir sind ja alle getestet, haben bestimmt. Wenn wir getestet sind, ja. Ja, und von Vollsummen ist ja auch ein bisschen eklig, ne? Genau, und wir, man hat halt verschiedene Schätze von 1 bis 4, ne? Genau, 1 bis 4. Und bei den Einserschätzen, genau, und die sind halt ganz oben, die Einserschätze. Und die Einserschätze, da kann auch sein, dass man von 0 bis, glaube ich. Bis 4, glaube ich, ja. Nee, nicht ganz so hoch, glaube ich. Doch, bis 4. Aber jedenfalls relativ, okay, bis 4. Also relativ gering. Und es gibt auch Leute, dann tauchen die hoch und haben 2 Nullerschätze. Mhm. Weil man weiß es halt runter, man weiß es halt nicht. Umso tiefer man taucht, umso höher können die Schätze werden oder werden sie auch. Und man muss halt wieder hochkommen. Man muss halt darauf achten, wie, wenn jemand sehr früh, das sind mal die könnte ich mal echt auch noch schlagen, weil wenn die halt zu früh hochgehen mit 2 Schätzen und haben eine Nuller oder einen Einser und du willst ein bisschen weiter runtergehen, dann verbrauchen die das Wasser. Den Sauerstoff. Das Wasser wäre schlecht. Je mehr Schätze man halt gesammelt hat, umso mehr Sauerstoff verbraucht genau, man. Und das haut natürlich bei allen halt rein. Gehen halt nicht so weit runter, nehmen halt 3 Schätze und dann gehen sie wieder hoch und dann du bist weit unten, hast nur einen Schatz und dann kommst du dann nicht hoch, weil die halt... Genau, und man würfelt immer mit 2 Würfeln. Diese Würfel haben aber jeweils, das sind zwar 6-seitige Würfel, aber die gehen nur von 1 bis 3. Okay. Mhm. So, das heißt, man kann halt maximal, wenn es wirklich gut läuft, eine 6 Würfel. Aber das passiert halt selten. Und das ist halt wirklich, ist es enormes Push your luck. Aber es ist halt wirklich auch ein bisschen taktieren. Gehe ich jetzt noch tiefer oder nicht? Wie früh gehe ich dann doch wieder hoch, nehme mehr Schätze und bringe die anderen damit in der Bredouille? Gerade wenn ich halt sehe, dass die unten sind. Ja. Super witziges Spiel. Ja. Also ich mag es auch sehr, sehr, sehr gerne. Mega cool. Und dein Platz 17. Genau. Jetzt kommt das nächste. King of 12. Wir haben auch schon ganz oft drüber geredet von Rita. Von der lieben Rita Model. Genau. Ja, das ist auch so einfach, da habe ich auch ein bisschen mein Herz dran, einfach weil wir auch damals den Prototypen oft mit ihr gespielt haben. So die ganze Entwicklung, sag ich mal, auch ein bisschen mitbekommen haben. Und einfach ein tolles Spiel. Und ich glaube, mittlerweile kennt es auch, glaube ich, jeder. Ja, zu Recht, absolut. Einfach. Ja, es ist toll. Es ist wirklich ein tolles Ding. Es ist halt... Was ist es? Es ist kein Deckbild, das ist ein Würfelspiel. Nein. Du hast ja ein Deck und dann spielst du es aus und hast die Karten halt nicht mehr. Es ist auf jeden Fall Blöffeln vor allen Dingen halt. Blöffeln, verdecktes Kartenlegen, dass wir genau überlegen müssen, okay,
was legt der andere, was lege ich jetzt, genaues Abschätzen und dann mit dem Würfel, da Push Your Luck würde ich jetzt nicht sagen, wobei man da schon so ein bisschen mit von den Würfeln abhängig ist, weil man natürlich eben auch, der Clou bei dem Spiel, was ich sehr, sehr cool finde, ist halt, dass sowohl, wenn halt die Karten verdeckt gelegt werden und sie dann offen gelegt werden, dass sich Karten, wenn jemand die gleichen Karten gespielt hat, dass sie sich negieren und aber eben auch dasselbe bei den Würfeln, wenn dieselbe Zahl da ist. Ja, und das ist schon sehr, sehr fies unter Umständen und strategisch. Ich freue mich drauf. Es ist ja jetzt auch schon der Nachfolger angekündigt und da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, weil ich mache es auch wirklich sehr gerne. Ja, also meine Nummer 16. Genau. King of 12. Das hättest du aber auf Platz 12 nehmen müssen. King of 12 auf Platz 12. So, jetzt ein Spiel, das dich zum Spielen gebracht hat. Wieder vermehrt. Ja, das auf jeden Fall, sehr viel gespielt. Mhm. Und zwar das normale Azul. Azul. Was? Azul. Ja, Azul. Azul 1 und meiner Meinung nach auch... Das Bessere, ne? Ja, wir müssen ja immer noch der Sommerpavillon jetzt mal spielen. Ja. Wo viele ja sagen, das gefällt ihnen sogar noch besser. Das Dritte? Ja. Was ich bei Azul tatsächlich sagen muss, also ich mag es auch gerne. Hast du schon so oft gespielt, ich hab's oder? Ich habe so oft gespielt inzwischen, muss ich sagen. Deshalb wird es mal Zeit für den Sommerpavillon. Mhm. Aber... Was ich an Azul wirklich sehr, sehr gut finde, es ist für mich das letzte Spiel des Jahres, wo ich wirklich sage, das hat den Titel Spiel des Jahres verdient, weil es halt sowohl die Expertenspieler als aber auch eher die Familienspieler, weil es wirklich so ein Spiel ist, da hat jeder irgendwo seinen Spaß dran, wenn man es mag. Ja. Natürlich ist es am Ende immer Geschmackssache. Klar. Aber ich sag mal, die letzten Entscheidungen beim Spiel des Jahres fand ich und viele andere von euch ja auch eher so semi-fragwürdig. Ich möchte jetzt auch damit keinem tauschen und in der Haut stecken, um Himmels Willen. Aber Azul war wirklich das Letzte, wo ich gesagt habe, jo, da bin ich komplett d'accord mit. Und, ja, vor allem also an Azul ist einfach auch so schön, dass es halt, es sieht nett an, es sieht nett aus, man kann auch Leute dazu bringen, wieder Brettspiele mehr zu spielen. Das ist haptisch schön. Ich habe mit einer Freundin damals gespielt und mit jetzt dann Mama auch ja gespielt, auch. Mit einer Mama und auch, ne, Lydia. Ja. Und jetzt dann auch gekauft, die Freundin. Einfach, es sieht toll aus, es ist leicht zugänglich, für wenig Spieler, für viel Spieler. Klar gibt es auch bestimmt auch welche, die nur harte Kriegsspiele oder so spielen, die sagen halt, nee, ist nicht für die. Klar, aber es ist ein tolles Spiel. Ja. Richtig schönes Spiel. Mach's auch gern. Keine Frage. Ja. Dein Platz 15. Death Eaters Rising. Das steht aber für die ganze komplette Reihe. Obwohl wir im SpongeBob, ist das schon draußen? Das haben wir nie gespielt. Nee, das haben wir tatsächlich nicht gespielt. Ich hatte ja in meiner Top-Liste das Thanos Rising stellvertretend. Jetzt hast du eben stellvertretend auch für die komplette Reihe das Harry Potter Death Eater Rising. Was aber auch Sinn macht, denn ich hatte das letzte in einer Diskussion beim Video bei Hunter and Friends, wo ich das Thanos vorgestellt habe, dass Harry Potter Death Eater Rising kommt im Sommer auch bei Cosmos auf Deutsch raus. Mhm. Deshalb haben wir das eben aufgenommen. Ist ein Würfelspiel, bisschen Yahtzee-Style, aber enorm thematisch. Also genau, also wir haben damals, das erste Spiel war es, das war ja mit Thanos Rising oder Thanos Rising und das sieht auch immer auch so schön aus, weil das so schön bunt ist. Also man baut halt, also das ist jetzt, da ist halt der Voldemort in der Mitte. Das ist halt so cool, dass halt immer der Bösewicht halt als große Figur dabei ist, der in der Mitte steht. In der Mitte steht und sich dreht und bewegt oder ist echt riesig, ja. Also und sie sind auch echt schon cool. Mhm, genau. Also, daher, und das ist halt bei Thanos, ist es halt Thanos. Bei es gibt noch Darkseid Rising. Genau, das Darth Vader. Darth Vader, ja, und wie gesagt, das SpongeBob-Ding. Genau. Wir sind beide nicht die größten SpongeBob-Fans. Nee. Das haben wir uns dann gespart. Ja, es gibt jetzt noch The Batman That Lost Rising. Das haben wir aber leider noch nicht gespielt. Mhm. Ja, die Rising-Reihe ist super. Also, wie kann man es bezeichnen? Es ist halt, ja, ein Deckbilder, aber der Deckbilder... Bisschen, ja, aber es ist schon Yahtzee-Style. Würfel, Yahtzee-Style, bisschen Kniffel, wenn man so möchte. Und man darf, also das haben wir letztes Mal auch gesagt, beim vorletzten gespielt, glaube ich, man darf sich an seine Charaktere nicht gewöhnen. Also das ist halt, man will halt die ganzen Hermine und Harry Potter und wie sie auch alle heißen, die ganzen Charaktere halt einfach haben. Eine Auslage, man legt sie auch zusammen, man spielt die auch zusammen, das ist ein kooperatives Spiel. Man legt sie vor sich hin und dann, wie oft stirbt dann jemand? Also, man darf sich eigentlich nicht dran gewöhnen oder zu glücklich sein. Oder es ist halt schade, weil man baut sich halt, also es ist halt ein bisschen frustrierend, aber in einem positiven Sinn, sag ich mal. Weil man baut sich halt sozusagen sein Team sozusagen auf und dann
man darf sich nicht dran gewöhnen, weil der kann sehr schnell wieder weg sein. Oder auch in der Auslage, wo der sich halt der Voldemort halt in der Mitte halt oder der Bösewicht in der Mitte dreht, der kämpft ja auch sozusagen gegen die. Genau, und die werden auch, die kommen auch öfter, fliegen einfach bevor öfter man die raus. Rekrutieren genau, kann. Ja. Was ich sehr an der Reihe mag, ist, dass sie eigentlich von den Regeln her enorm eigentlich, das ist ein Familienspiel. Es sind keine schwierigen Regeln an sich. Aber, und das finde ich super, das Spiel an sich ist echt nicht einfach. Nein. Und das ist oftmals ein Kritikpunkt, den ich habe bei Familienspielen, dass sie sich oftmals, nicht immer, zu leicht spielen, gerade so kooperative Spiele, das ist wirklich schon herausfordernd. Es ist natürlich halt durch die Würfel sehr glückslastig auch, aber trotzdem, man muss schon genau gucken, wie gehe ich jetzt wohin, opfere ich die, um in das zu holen oder die anderen zu bekämpfen, und das ist schon super. Wie gesagt, ist ja bei mir in der Top-Liste auch drin und ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, gerade weil es halt nicht unbedingt, man kann nicht davon ausgehen, dass man es auf jeden Fall gewinnt, sondern man geht fast eher davon aus, dass man es vielleicht nicht unbedingt gewinnt. Ja. Genau. Das nächste. Warte mal, jetzt haben wir 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ich glaube, ich habe gerade so, jetzt kommt auf jeden Fall Platz 13. Ja. Sehr gut. Und zwar, wie jetzt in Englisch, der Kartograf. Genau, ist auch sehr voll geworden mit der Erweiterung. Genau, ich glaube, das kennt auch fast jeder. Ein Flip and Write. Flip and Write, genau. Flip and Write, genau. Das haben wir auch, das ist auch eine schöne Story. Haben wir eigentlich letztes Jahr im Sommer, da war, hatten wir Besuch da mit deinen Freunden, haben wir es auch sehr viel im Garten draußen gespielt und haben da unsere, was war das? Was hat die gemacht? Einer von uns beiden hat Aliens gemalt. Sie, glaube ich, Aliens, ne? Das kann sein. Sie war sehr lustig mit einem Monster und so. Und das ist schon echt fies, wenn man sagen darf, man tauscht dann die Pläne auch immer aus. Bei den Monstern, genau. Und blockiert sozusagen auch die Felder von den anderen, wo man halt was draufmalen kann. Was echt fies ist. Ja. Super Spiel. Also es ist ja jetzt über Kickstarter lief ja letztes Jahr noch die große Erweiterung. Es gibt ja so eine kleine Mini-Erweiterung von Pegasus schon. Es sind aber einfach nur ein bisschen angepasste Spielpläne und ich glaube ein paar neue Monsterkarten. Ja. Dann kam aber jetzt auf Kickstarter lief die große Erweiterung, wo Pegasus auch schon gesagt hat, dass sie die auf Deutsch bringen werden und soll auf jeden Fall, soweit ich mich erinnere, dieses Jahr noch kommen. Und da freue ich mich drauf. Mhm. Ich mag es auch sehr, sehr gerne. Es ist schon super cool, dass man genau überlegt, wie baut man was. Ich weiß auch einige von euch, das sehe ich immer wieder auf Instagram, malen da richtige Kunstwerke auf ihren Maps mit Bund und so, mega cool. War ein tolles Spiel. Ja. Also das ist halt auch was, spiele ich immer wieder gerne mit. Und Aber ich glaube, das ist auch einer der Roll and Write, die wir am meisten gespielt haben, oder? Gut, das ist ja ein Flip and Write. Ach, Flip and Write. Klugscheiß-Modus. Es geht in dieselbe Ecke. Man malt was drauf und auf Flippen oder Rollen. Ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr ähnlich. Ja, definitiv. Also, weil das ist auch sehr, sehr cool und können wir auch mal wieder spielen. Ja, nur damit drauf. So, kommen wir nun zu deinem Platz Nummer 12. Und wie wir schon wissen, ist es nicht King of 12. Sondern es ist King of Punktesalat. Ja, Point Salad. Ah, das ist Deutsch sogar, genau. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass du das mit in die Liste nimmst. Ja. Weil ich es einfach gut finde, natürlich, klar. Und weil wir das auch sehr viel gespielt haben. Und das ist ja, Set Collection mit hinlegen. Also, ne, oder? Set Collection, genau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so sehr mögen werde, weil ich glaube, das kennt mittlerweile auch fast jeder. Mhm. Weil das Artwork ist schon etwas eher simpler oder simpler, einfacher gehalten. Aber es ist auch Gemüse. Ja, man hätte es auch anders, das Gemüse viel hochwertiger, aber jeder weiß sofort, was für Gemüse da ausliegt und es macht einfach Spaß. Und es haben ja auch schöne Erinnerungen dran mit den Runden, die wir was gespielt haben. Also wir haben es auch echt sehr, sehr oft gespielt. Sehr oft gespielt, was halt verschiedensten Runden, also oft auch sogar mit 4 Spielern, wo die am Anfang gedacht haben, total, das wird uns nicht gefallen. Das war einfach super. Und Es ist wirklich auch ein recht einfacher Mechanismus, muss man da sagen. So, das heißt, entweder ich decke auf oder ich nehme was. Genau, entweder die Punktekarte oder halt das Gemüse halt. Aber was in diesem einfachen Mechanismus eigentlich so an Strategie drin steckt, für so ein kleines Ding, richtig gutes Ding. Ich mag es auch sehr, sehr gerne. Und man kann auch nicht weit im Voraus planen, weil man weiß ja nie, was der weiß man nicht, was der nehmen wird. Einspruch bitte. Müssen wir bald spielen. Also du kannst natürlich planen, indem du was wegnimmst für den anderen halt. Ich möchte ein bisschen widersprechen in dem Fall, denn ich habe ja die Punktekarten, die ich mir nehme. Ja. Und die Punktekarten beziehen sich ja schon darauf, mit was für ein Gemüse ich punkten möchte. Ja. Zum Beispiel, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte halt mit einer Dreierkombi von Zwiebelpunkte. Mhm. Das heißt, ich weiß zwar nicht sofort, dass sie kommen,
aber meiner Meinung nach legt es ja schon fest, was meine Strategie jetzt ist, klar, dass natürlich. Ich sage, ich versuche schon die Zwiebeln zu sammeln. Also deshalb, das ist schon eine Planung, die ich mache. Das es ist aber eine Planung, die nicht garantiert umzusetzen ist, weil genau. Ich weiß nicht... Du kannst aber nicht sagen, wenn was ausliegt und du bist als Nächster dran. Der andere hat noch nicht gespielt, warte. Mhm. Und da kannst du nicht sagen, kannst du nicht im Kopf... Du kannst im Kopf planen, aber es bringt dir nichts. Du sagen, dass du schon sagst, ich nehme die beiden Karten oder die eine Karte, weil du weißt nicht, was der andere nimmt. Das ist richtig. Trotzdem kann ich aber sagen, weil die Punktekarten, die der andere nimmt, die legen ja auch offen. Und wenn ich jetzt sehe, bei 4 Mitspielern gehen 2 auf Zwiebeln, dann weiß ich halt, ich nehme nicht eine Punktekarte, wo ich auf Zwiebeln gehe, weil ich weiß, da werde ich mich mit anderen konkurrieren. Also deshalb, ich finde, und das finde ich sehr positiv, ich kann schon strategisch versuchen, ranzugehen und zu sagen, okay, jetzt sehe ich halt, die gehen alle auf Möhren und Zwiebeln, ich konzentriere mich auf Kopfsalat. Du kannst nicht mehr aber du kannst nicht die Auslage forschen. Das nicht, aber wenn ich weiß, halt zwei oder drei andere Leute gehen auf Möhren und Zwiebeln. Dann nimmst du nicht Möhren und Zwiebeln. Genau. So. Sondern rote Beete. Ich hasse rote Beete. So. Okay. Gut, hätten wir das auch. Kommen wir nun zu deinem Platz 11. Das letzte Spiel. Und das ist ein Spiel, was fantastisch ist, auch bei mir. Und das ist Fantasy Realms. Das ist jetzt die englische Version mit meiner Meinung nach dem eindeutig hübscheren Cover. Ja, ich finde das deutsche Cover auch gut. Ich wollte gerade sagen, aktuell ist das ist das deutsche Cover, ne? Ja, genau. Auch aktuell sehr viel zu sehen, das deutsche Cover. Ist ja jetzt auch, ich glaube, im November oder so erschienen bei Strohmann Games. Ja. Also, wir haben das schon so oft gespielt. Das ist super. Ist es Set Collection? Genau. Set Collection, also man versucht dann ein perfektes Deck zu bauen. Mhm. Und was ich... Es macht einfach Spaß, in verschiedenen Runden schon gespielt. Eher mit oder doch verschiedene Runden. Inzwischen noch. Wir haben viele Leute damit auch schon angesteckt. Ja. Und was ich einfach super praktisch finde, was ich der Meinung bin, man braucht es auch einfach, die Auswertung mit der App. Weil man wird dann einfach, es ist echt super praktisch, weil jede Karte gibt es nur einmal, man gibt halt dann den Namen ein, dann sortiert man die Karten dazu und die App rechnet das aus, weil es gibt Karten, die sollte man nicht mit auf der Hand haben, wenn man die gut bewerten möchte, die Karte, die man hat. Oder man muss halt, 3 oder 4 manchmal gleiche Karten haben oder ähnliche Karten von der Art, Und das kann man manchmal gar nicht überblicken, wie viele... die App ist da sehr, sehr hilfreich. Und die Karte voll ist auch dann weg. Die kann man nicht nochmal anwählen. Also jede Karte gibt es nur einmal. Genau. Das ist mir halt auch aufgefallen. Wir haben ja jetzt schon 2-3 Mal das Neue von Stonemaier Games gespielt. Das Red Rising. Mhm. Red Rising, da steht's. Und das geht ja auch in dieselbe Kerbe. Das schreibt Jamie ja sogar auch. Und das ist mir wirklich aufgefallen, dass ich mir dann beim Punkten gedacht habe, boah, das Ding braucht ebenfalls wie Fantasy Realms eine App, weil es wird vieles einfacher machen. Also das ist bei Fantasy Realms echt super. Ich freue mich drauf, dass dieses Jahr auch die Erweiterung kommt. Auf Englisch, das Englische kommt sie schon im Mai, und aber Strohmann, die es auf Deutsch bringen, haben auch gesagt, dass das, glaube ich, in Q3 oder sowas kommt. Also auf jeden Fall auch dieses Jahr noch, und freue ich mich drauf. More of the Same, aber auch ein paar neue Mechanismen und ein paar neue Formen wohl oder Arten von Karten. Finde ich super, aber das Ding kann ich auch immer wieder spielen. Das ist super. Also tolles Spiel. Ja. Definitiv. Ja. Guter Platz 11, finde ich. Absolut. Ja. Ich kann es nur sagen, ich mag das Ding auch sehr. Vielleicht kommt sie bei mir auch noch vor, wer weiß. Das waren deine Plätze 20 bis 11. Schreibt mal in den Kommentaren, ob euch davon was überrascht habt oder wo ihr sagt, cool, das Cat das drin hat, das wäre bei mir auch drin. Oder schreibt auch, wenn ihr sagt, das wäre bei mir in meiner Flop-Schrott 20, whatever. Finde ich immer ganz, ganz spannend. Also, fand ich immer cool, alle Spiele, wo ich sage, yo, Cluster, weiß ich nicht, das wär, ist jetzt bei mir auch nicht in der Liste, so viel kann ich spoilern, aber es ist nett. Ich habe auch ein paar Spiele einfach reingenommen, die man auch mit Kindern spielt, aber keine typischen Kinderspiele. Absolut. Da bin ich bei Spiele oder, da bin ich bei dir. Gerne mal. Genau, so, das war deine Liste 20 bis 11. Nächste Woche geht es weiter. Was machst du? Ich wollte 20 bis 11 machen. Nächste Woche geht es weiter. Da kommen von uns beiden unsere Top 10-Liste und damit auch das Gewinnspiel aufgelöst. Hat sich jetzt alles ein bisschen gezogen, weil Kat leider halt ein bisschen krank war. Aber deshalb werden wir jetzt ein bisschen schneller machen und nächste Woche kommen dann von uns beiden unsere Top 10. Was? Panik! So, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, bleibt gesund. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Danke, tschüss.